Hallo, mein Name ist Daniel Caligiuri, bin 33 Jahre alt und bin Fußballprofi beim FC Augsburg. Und das ist mein Homecoming. Komm mit! Hier sitzt, kommen da irgendwelche Erinnerungen bei dir hoch? Du hast ja hier auch angefangen, wir haben ja beide hier angefangen. An was erinnert dich das Stadion oder welche Gefühle holt es bei dir hoch? Auf jeden Fall kommen hier Erinnerungen hoch. Jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeifahre, dann weiß ich, wo ich herkomme. Ich weiß, wo alles angefangen hat. Und ja, Erinnerung, wie soll ich sagen? Ich hatte einige schöne Jahre hier, schöne Erinnerungen. Und ich muss sagen, jedes Spiel, jede Minute, die ich hier machen durfte oder gemacht habe, war eine schöne Zeit. Und ja, man erinnert sich immer gern daran, wo alles angefangen hat. Gibt es irgendein Spiel, an was du dich besonders erinnern kannst oder irgendwelche Momente, wo du sagst, okay, hey, das verbinde ich immer hier mit BSV, mit dem Gustav-Strom-Stadion? Weil für mich ist es so, ja, wie du gesagt hast, wie Heimkommen, wenn man hierher kommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an die Schlachten vom Derby erinnern gegen den FSV Schwenningen, das Stadtrivalenduell. Da gab es immer einige Schlachten und ich glaube auch, so wie ich in Erinnerung habe, dass wir auch immer die Oberhand hatten. Ja. Bis auf ein Spiel, da kann ich mich dran erinnern, wo wir 3-0 geführt haben. Und dann, ja, aber das war nicht hier. Nee, das stimmt, das war Niederöschach. Das war Niederöschach. Ja, das war. An die Zeit erinnert man sich nicht so gern zurück. Nee, wie ich schon sagte, jedes Spiel hier hat Spaß gemacht, mit den Jungs zusammen zu kicken. Und jetzt ja, sieht man auch, wie wir dann in die Höhe gewachsen sind und älter geworden sind, auch zusammen alles durchgemacht haben. Und das freut uns natürlich auch, immer wieder zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, wie alt waren wir, als wir angefangen haben? Zwar F-Jugend oder Bambinis, oder? Also da waren wir noch sehr, sehr klein. Ich denke schon, dass wir da 5, 6 Jahre alt waren. Ich denke, das waren noch die Bambinis. Und ja, haben, glaube ich, jede Jugend miteinander verbracht. Ja, also sie sind sehr lange den fußballerischen Weg zusammengegangen und danach natürlich auch. Heute gucken wir uns ja einige Punkte an, wo wir ja, unsere Jugend, unsere Kindheit zusammen verbunden haben oder verbracht haben. Und hier hat alles angefangen. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt hier sitzt, hat sich kaum was geändert. Sieht immer noch gleich aus wie früher. Und ich bin gespannt, wo wir noch überall hingehen. Kannst du noch an einen Trainer oder an deinen ersten Trainer erinnern? Unseren ersten Trainer, ich weiß gar nicht. Der erste Trainer, an den ich mich erinnern kann, war, glaube ich, Pascha. Ja, der ist mir auch gleich in den Kopf geschossen. Pascha, glaube ich, war der erste, wenn nicht überhaupt, ja, der allererste von uns, müssen wir eigentlich mal nachhaken, wer das war. Das ist schon lange Zeit her, aber war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und, der hat immer, wenn einer einen Fehler gemacht hat, den in die Ecke da hinten geschickt. Vor allem oft sein Sohn, der ist immer noch gut befreundet mit uns, aber wenn der Faxen gemacht hat, musste der immer in die Ecke, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Der Sohn war immer der Leidtragende von allen. Er war immer der Erste, der die Strafe machen musste. Ja. Aber ich glaube, wir waren früher so ein Team und hatten so ein Teamspiel und dann haben wir das alles zusammen, also die Strafe zusammen gemacht. Ich hatte früher, glaube ich, auch wie ein Magnet in meinem Fuß. Wahrscheinlich glaube ich eher, dass du einfach nur zum Ball gegangen bist. Ich glaube, fast jede Ecke ist auf seinen Kopf gekommen, aber bei dem kleinen Bienenschwarm, den es in der E-Jugend dann immer gibt, musste ich ja eigentlich nur den Ball irgendwo reinhauen und da war schon jemand. Ja, ich denke, wir waren einfach ein gutes, eingespieltes Team. Du hast mich gekannt, ich habe dich gekannt, jeder hat seine Stärken des anderen gekannt und die haben wir einfach perfekt ausgenutzt. Ja, das stimmt. Ich glaube, du hast viele Tore geschossen. Ich war damals ja Verteidiger, du eher offensiver. Weißt du noch, wie viele Tore du in der E-Jugend hattest? Jetzt bin ich überfragt. Also
Ich glaube, dass ich schon einige gemacht habe hier in der Jugendzeit. Ich glaube, du warst der meiste Vorlagengeber auf mich. Und, aber wie viel es jetzt am Ende waren, kann ich dir nicht sagen. Ja, waren auf jeden Fall einige. Es wurde sogar manchmal besprochen, der besagte Sohn, dass er auch mal ein Tor schießen darf, weil der hat nicht so oft gespielt, kann ich mich noch daran erinnern. Dann hast du, glaube ich, 8, 9 Tore geschossen, dann mal quergelegt für ihn, dass er auch eine reinhauen kann. Der Trainer war ja sein Vater und er war ja früher ein klein, wüchsiger Mann. Und da hat mich der Trainer mal gefragt, ob ich ihn mal vom Tor eine auflegen kann. Und habe ich natürlich ihm zuliebe gemacht und dem Sergian zuliebe. Und das hat uns natürlich alle gefreut. Und, die ganze Mannschaft hat gefeiert, als ob sie die Champions League gewonnen hat. Ja, aber da stand es halt schon 10-0. Ja. Aber haben trotzdem weiter gefeiert. Und ist doch schön, immer so eine Freude zu bereiten. Ich kann mich noch an ein Training erinnern, wo wir aneinander geraten sind. Du und er? Und wenn ich gerade auf den Platz schaue, nee, du und ich. Okay, ja, kann natürlich auch mal vorgekommen sein. Ja, das muss auch mal sein zwischen zwei guten Kollegen. Und dann sind wir hier aneinander geraten. Mein Vater war da auch Trainer. Und der hat jetzt dann gleich wieder geschlichtet. Und am Ende habe ich dann auch ein bisschen Anschiss bekommen. Ja, das stimmt. Ja, man ist echt, weil wir beide einfach ehrgeizig sind und wollten jedes Spiel gewinnen. Ich denke, das war der Grund dafür. Sollen wir uns mal die Kabinen angucken von unserem alten Zuhause? Schauen wir mal, wie sie aussehen. Also dann, lass uns losgehen. So wie früher, hä? Ja, fast, ja. Ein bisschen was hat sich verändert. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren die Fassaden, die Holzfassaden hier noch nicht. Oder daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ist eine andere Welt, oder? Ja, also gibt keine großen Unterschiede. Nee, sag mal ehrlich. Ja, also klar gibt es Unterschiede. Kabinen sind ein bisschen, wie soll ich sagen, neuer, hochwertiger. Ja. Und aber ist immer wieder schön, sowas zu sehen und ja, kommen Erinnerungen hoch. Und sind die Kabinen so, wie du es in Erinnerung hast? Also 1:1 gleich, muss ich sagen. Vieles ist gleich geblieben. Sogar der Föhn ist, glaube ich, schon 25 Jahre. Glaubst du, der geht noch? Also der ist mir auch gleich eingefallen hier in der Kabine. Der sah genau gleich aus wie vor 20, 25 Jahren. Komm, wir probieren es gleich mal aus. Ich gehe mal davon aus, dass er noch geht, wenn er noch hängt. Das hat nichts zu heißen, das hat noch hängt. Seitlich. Das ist die Frage, ob kalte oder warme Luft reinkommt, rauskommt. Ich will gar nicht wissen, was da alles schon drin ist, was da rauskommt. Wäre es dein Traum, irgendwann mal wieder in deinem alten Kindheitsverein zu spielen? Ja, was heißt Traum? Also es ist immer wieder schön zurückzukommen, aber ob ich mir das nochmal vornehmen, im Heimatverein den Fußball so richtig ausklingen zu lassen, das weiß ich nicht. Aber es kann gut sein, dass ich ab und zu mal vorbeischaue und mich fit halten werde. Okay. Ja, wenn du dich fit hältst, dann sind wir wahrscheinlich alle schon in einem ganz anderen Zustand. Hast du noch Kontakt von der Mannschaft von früher? Ja, gibt schon noch einige, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Klar, mit dem einen oder anderen ist Kontakt nicht mehr da. Da gibt's dann, da geht jeder seinen Weg, aber ja, geht auch so jeder seinen Weg. Aber ich meine, da trennen sich die Wege oder der Kontakt. Mhm. Aber ich habe schon noch einige enge, gute Freunde, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin. Mhm. Ja, ein Großteil von unserem Freundeskreis haben wir schon durch den Fußball kennengelernt und es ist schon mal wieder deswegen auch schön, nach Hause zu kommen. Das ist ja diese ganze Doku, dieses ganze Video ist ein Zeichen von Heimkommen. Und ich finde, da gehört BSV Schwenning auf jeden Fall dazu. Aber lass uns doch mal noch andere Orte anschauen, die wir in unserer Jugend öfters besucht haben. Da bin ich gespannt, was du noch welche ausgesucht hast. Ja.